So, willkommen zurück zu meinem nächsten Part von Alice. Entschuldigung fürs Lachen, aber ja, Schatzi krepiert gerade hier im Hintergrund. Ich find's lustig. Auf jeden Fall zurück zum Spiel. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Jetzt muss ich jetzt erst hier lang oder durch die Wand? Ich weiß es nicht. Aber okay, hier sind Gitter. Hier können wir schon mal reingucken. Sieht nicht so aus, als wären da Gegner. Und die kann ganz schön weit springen. Komischerweise ein bisschen zu weit. Oh Gott. Ah, wenn ich hier Springsequenzen habe, wird mich das noch umbringen. Das weiß ich schon. Denn das Springen ist hier echt ein bisschen strange. Also die Steuerung ist ein bisschen vermurkst. Auf jeden Fall bin ich hier ins Nichts gelaufen. Wunderbar, wieder zurückspringen. Na, bis jetzt klappt das ja noch ganz gut. Nein, 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 ich hab weggeswitcht? Ach, egal. Wir haben es rüber geschafft. Egal wie. Auf jeden Fall sind wir drüben. Und dann laufe ich erstmal gegen die Wand. Nein, wir gehen jetzt halt durch die Wand. Und ach genau, gehen hier noch. Gehen wir da nach oben? Oder gehen wir erst gucken? Wir gehen erst gucken. Mit einem Geist. Ja, das wusste ich noch, dass hier einer ist. So, den können wir am besten mit den Karten töten. Weil die halt auch mehrere Karten schmeißt. Und somit die Gegner halt leichter zu treffen sind. Ich habe im Moment keine Ahnung, ob ich hier. Oh Gott, ich bin nicht so scheiße. Ob ich hier richtig bin oder nicht, aber ich laufe einfach mal hier lang. Ich werde es ja sehen. Es sieht irgendwie richtig aus. Laufen wir auf dem beweglichen Balken und schaffen es. Wunderbar. Gehen wir durchs Portal. Epischer Ladebildschirm. Screen. Oh Gott. Ich laber auch nur Scheiße gerade. So, jetzt sind wir in der Burg. Okay. Schauen wir mal, was hier abgeht. Im Moment. Ah, ein Gegner. Oh, daneben geschmissen. Das war schlecht. So, Messer. Deswegen konnte ich gerade nicht schlagen, weil wenn ich das Messer werfe, ich erst warten muss, bis das zurück in meine Hand spawnt. Ah, okay, ich hab's verstanden. Wow! Du Arschloch. Mein Messer. Hallo, dankeschön. Stirbst du wohl? So, den da oben töten wir jetzt mal ganz geschickt. Oder auch nicht. Wo schießt du denn hin, sag mal? Tuse, was soll das? So wollte ich das doch haben. Geköpft, wunderbar. Sammeln wir das mal ein. Time to raise some havoc. The dogs of war are loose. Ja, Rage Mode Alice. Wunderschön. Ein bisschen sehr ekelhaft, aber sie ist stark und schnell. Oh, töten wir alles und jeden, was uns hier in die verfickte Quere kommt. Messer spawnen. Danke. So, jeder Gegner lässt hier irgendwas liegen, wie es ausschaut. Also immer Leben oder wahrscheinlich Mana. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich laufe einfach mal weiter. Durch die offenen Türen. Lag. Entschuldigung fürs Laggen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das finde ich zum Beispiel auch total geil gemacht. Wir sind eigentlich in irgendeiner anderen Welt und hier fliegt alles rum. Stühle, Türen, alles fliegt hier rum. Das ist total geil gemacht. So, ab ins nächste Portal. So, durch diese drei Türen müssen wir durchkommen, um weiterzukommen. Da diese aber verschlossen sind, müssen wir die irgendwie öffnen. Und da sind, ist schon wieder so ein Kackgegner. Oh, wo schieß ich denn hin? Junge. Stirb! Ich
treff den nicht. Ich bin gleich tot. Ey, leck mich am Arsch, ich geh nach unten. Kannst mich mal, ich sterb hier gleich. Ja, dass hier ein Weg nach unten ist, weiß ich noch. The proper order of things is often a mystery to me. You too? So, das war ein kleiner Tipp unserer geliebten Grinsekatze, die uns sagt, dass wir das in einer richtigen Reihenfolge betätigen. Boah! Du! Beschissene Kackvieh! So, stirb, Alter, verbrenne, ey, Mistkröte. So, gibt uns wenigstens ein ganzes Herz zurück. Und ich glaube, ich habe vergessen, in welcher Reihenfolge ich diese Schalter hier betätigen muss. Wir probieren es aus. So, wollen wir mal schauen. Gehen die Türen auf. Achso, ich muss erst den oberen noch betätigen, um das zu bestätigen. Dann machen wir das doch mal. Und? Die Reihenfolge war die falsche, denn die Türen gehen wieder zu. Und wieder nach unten. Ja, das kann jetzt eine kleine Weile dauern. Ich kürze es einfach mal ab. Nehme ich erst den mittleren. Rechts und dann mal links. Schauen, ob das richtig ist. So, wieder nach oben. Ja, es ist jetzt ein bisschen langweilig. Kann ich aber nichts für, gehört dazu. Und bitte, bitte lass es richtig sein. Es war schon wieder nicht richtig. Ich heul gleich. Manu. Vielleicht einfach der. Was habe ich. Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich gerade gedrückt habe. Habe ich jetzt gerade den mittleren genommen? Oder den linken? Als zweites. Okay, ich. Drück. Wenn ich das jetzt noch 10 Jahre. Oh! Gut, das war die richtige Reihenfolge. Cool. So, jetzt können wir wieder nach oben. Ich habe zwar keine Ahnung, was der obere Knopf da betätigt. Wir können es ja mal. Ach, aufzulenken. Ach, der obere Knopf ist für nichts. Ja. Schöne Statue und wir springen einfach mal rüber. Und du? Ah, schön. Die Blöcke erscheinen aus dem Nichts. Meine Güte, meine Sprache ist auch schon wieder irgendwo in Mexiko. Ah, das reicht, da können wir rüber. Tot. Tot, habe ich gesagt. Es gibt mir Leben. Gibt es mir kein Leben? Dann gibt mir kein Leben. So, auf jeden Fall sind die Türen offen und wir sehen schon das nächste Portal, in das wir reingehen werden. Okay, der Weg kommt aus dem Boden oder besteht aus Bodenplatten. Aus beweglichen Bodenplatten. Meine erste Springsequenz. Mal gucken, wie geil das wird. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier richtig ist, was ich mache. Ich. Wow! Wow! Hoff's einfach mal. Nein, wo springst du denn hin, Gott Alice? Mann, ey. So, und dann sollten wir von hier aus rüberkommen. Wenn wir es richtig machen, gut, dass sie sich festhalten kann und nicht ist wie manche andere Hauptprotagonisten anderer Spiele und die ihre Arme nicht betätigen können. Oh nein, nicht schon wieder so ein Geist. So, direkt töten, damit der gar nicht anfängt, uns zu schießen. Hier drehen sich jetzt die Türen und ich habe jetzt nicht wirklich drauf geachtet, warum die sich drehen oder ob ich da jetzt irgendeine bestimmte nur nehmen darf. Ich habe es gerade leider nicht gesehen oder zumindest nicht drauf geachtet und ich glaube, das ist mir schlecht, dass ich nicht drauf geachtet.
Scheiße. Hat das Ding Automatikspeicher zwischendurch? Ich schau mal. Nö, nicht wirklich. Na toll. Ach, Manu. Muss ich den ganzen Weg nochmal von vorne gehen? Aber es tut mir leid, Leute. Ernsthaft. Obwohl, hey, hier können wir hoch. Schön. Glück gehabt, ey. Ich hätte jetzt keine Lust gehabt, den ganzen Rotz nochmal zu machen. Hier ist auch nichts anderes, also müssen wir wahrscheinlich irgendeine Tür benutzen. Da stellt sich mir nur die Frage, welche? Da kann ich wahrscheinlich nicht rüberspringen. Ich versuch's erst gar nicht. Ich nehme einfach... Welche nehmen wir? Wir nehmen die linke. Einfach mal aus dem Bauch heraus. Sind die alle rot? Weil die normalen Portale waren doch eher so grünlich. Ja, aber welche soll ich denn nehmen? Welche ist denn die richtige? Die ist auch rot. Ich denke mal, das ist auch die falsche. Kollege? Ich hab mal kurzzeitig... Scheiße, das wäre die mittlere gewesen. Okay, jetzt achten wir auf die mittlere. Die ist jetzt ganz hinten. Die... Hoffentlich ist es jetzt mal. Ja, die richtige gefunden. Hat ja auch nicht Stunden gedauert oder so. Ja. Lade, Bildschirm. Gut, weiter geht's. Jetzt sind wir oben auf der Mauer. Und haben ein paar Gegner. Die wir einfach mal mit unserem Küchenmesser umwerfen. Das ist so unlogisch, dass sie mit dem Küchenmesser so... Toll. Oh nein, Geister. Ich hasse Geister. Die sind scheiße, Mann. Triff! Und stirb! Gut so. Den solltest du damit nicht treffen. Den kannst du schön mit deinem Küchenmesser meucheln. Ha! In den Rücken! Na, gib mir Leben. Danke. So, wo muss ich denn jetzt hin? Hallo, Grinsekatze. Entering school requires a real leap of logic. Okay, dann bleibt uns das Einzige, in das Fenster zu springen. Wir versuchen es einfach mal und ich hoffe, ich kriege es hin. Und? War das jetzt richtig? Ich hoffe es einfach mal. Ach, dieser Ladebildschirm regt mich auf. Dauert ja auch gar nicht lange. La 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 la. Schulschwindel. Yay, für alle Leute, die nicht lesen können. Oh, aua, mach schneller. Keine Ahnung, warum der jetzt auf einmal so lange dauert. Oder braucht, oder stehen bleibt, oder keine Ahnung, der hat eine Zeit lang nichts gemacht. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der Schule, ja. Gut, was zur Hölle ist das? Töten? Lässt sich das komische Ding nicht? Ich habe aber auch keine Ahnung, was ist. Das sieht irgendwie aus wie so... Da, guck mal, der sieht irgendwie... Einfach weitergehen. Gegner. Getroffen am Kopf direkt. Geil. Noch einer? Nein. Okay, wir sind jetzt in der Schule. Und da ich gerade... Das brauche ich bestimmt. Egal. Ob ich das brauche oder nicht und ob ich da hinkomme oder nicht, werden wir im nächsten Part sehen. Bis dahin.